Okay, was ist das? Warte mal, dann nehme ich aber ein 4 über 16. Ja, da kommen wir nochmal raus, auf jeden Fall. Ich habe dich relativ spät teilweise heimgebracht. Nur gibt das, wenn man es sehr übertreibt, dann kommen die verletzt heim und alles in extrem übel Laune. Die, die man mitgenommen hat, weil die Schiss haben. Und die, die heim sind, noch beschissen, sind noch schlechter drauf, weil die Angst haben. Entweder man hat es im Stich gelassen, aber man ist umgekommen. Weil, also die machen sich ja dann Sorgen. So, also ich habe jetzt heute ohne Anita habe ich nur die ganze nähere Gegend nochmal. Also man sieht hier auch übrigens das Pferdchen. Hier oben kann man umschalten. Näheren Bereich abgeritten und habe überall nochmal geguckt nach dem fauligen Obst, das ich jetzt habe, weil ich brauche halt wirklich viel davon, damit ich Penicillin dann mal herstellen kann, weil die Ressourcen sind ja endlich, wo man das Plündern bekommt. Obwohl ich hier oben schon das Krankenhaus geplündert habe. Da war überhaupt nicht so viel zu holen, was Penicillin angeht. War irgendwie enttäuschend. Aber mir ging es ohnehin darum, dass ich da oben das Mikroskop einsack, das ich brauche, um mir das Labor selbst aufzubauen, sobald der Dings fertig ist. Und was natürlich langfristig ein Problem werden könnte hier, ist die Nahrungsversorgung. Ich habe zwar hier einen See entdeckt, wo ich die Angeln schicken kann, aber das A reicht ja das bisschen Angeln nicht, B das bisschen Gartenbau. Ich habe jetzt auch nur einen Huhn gefunden für Eier. Und das bisschen Gartenbau auf dem Dach, das macht ja keine... Warte mal, wo haben wir denn das? Wo ist denn dafür nochmal die Angabe? Spezien habe ich es noch nicht im Palkorken. Das kriege ich heute gerade angezeigt. Also ich habe 4 Pferde, eine Katze und 20 Leute. Die Katze ist so ein Event gewesen, der stand halt geskriptet irgendwann mal vor der Tür der Karte, behaupte ich. Und all die essen. Die 4 Pferde, die Katze und die 20 Menschen. Und die muss ich ja irgendwie versorgen. Ohnehin ist das Spiel ja irgendwo endlich, weil irgendwann habe ich die Karte ja komplett abgegrast. Und dann wird es sowieso schwierig. Ah, genau, das wollte ich für die René mitbringen. Hatte ich das nicht gefunden, das Dictionary? Ich hatte, das hätte ich gefunden, wie ich im Krankenhaus war. Ich nehme an, dass das Asthma-Medikament und ganz viel von dem anderen Krempels, der hier drin liegt, noch für irgendeinen Charakter gedacht ist, der noch nicht da ist, aber irgendwann kommt. Genau, das ist das Mikroskop. Ne, das habe ich noch gar nicht. Das Dictionary, na egal. Aber dieses Signal am Highway, ich glaube, das war der Event gerade eben, wo mich ein paar Typen überfallen wollten. Und dann haben die Idioten geschossen und das hat einen Haufen Zombies angelockt. Das gab dann einen relativ unschönen Kampf. Ich ziehe mal kurz einen ab aus der... Nehmen wir Bad mit. Da gehen wir nochmal kurz hin, was das ist. Aber ich glaube, das war dieser Überfall. Deshalb sind nicht auch meine Charaktere ein bisschen verletzt. Die Medikamententasche, die verwende ich mittlerweile eigentlich nur noch, wenn es absolut notwendig ist, weil die eigentlich ganz gut heilen, einfach über Nacht. Und in der Regel gegen die Zombies zum Beispiel durch die gute Rüstung und das Verfahren, das ich da entwickelt habe, immer so anlocken, sehr laus. Ich hatte es euch ja gezeigt, sie anlocken, im Prinzip tot laufen lassen, aber wenn das im Zusammenhang mit Zombies sich komisch anhört. Also untot laufen lassen, sodass sie keine AP mehr haben, keine Aktionspunkte mehr, nicht mehr angreifen können und dann sie zusammenknüppeln mit allen 4. So, deshalb muss man immer sie einzeln anlocken. Ich glaube, das war das. Oder wird das jetzt nochmal gestartet? Ist das jetzt nochmal? Tatsächlich, das ist der gleiche Event nochmal. Verstehe ich nicht. Na egal, mir wurscht. Dann legen wir es halt nochmal um.
Der sieht aus, ob er eine 38 oder sowas in der Hand hätte. Der muss relativ dicht rankommen, damit er wirken kann. Mir widerstrebt hier eigentlich zu schießen, weil dann kommen wieder Zombies, aber naja, was soll's. Der Revolver ist halt super, weil er nur 3 AP braucht. Das heißt, ich kann dreimal mit schießen. Und da meine mittlerweile eine ganz gute Schützin ist, reicht das auch. In der Regel. Das ist sicherer, wenn ich so viel Krach gemacht habe. Noch sehe ich keinen Zombie. Guter Zufallsevent. Was ist denn los, Karte? Es gibt jetzt kein anderes Futter, du bist auf Diät. Ja, ist mir egal, du pelziges Hängebauchschwein. Gut, das war jetzt ein bisschen gemein. So fett ist er noch nicht. Aber er muss trotzdem ein bisschen Diät halten. Deshalb gibt es gerade so Diätkatzenfutter und das findet er total kacke. Die haben sich ja nicht lange aufgehalten. Also der Event war das letzte Mal anders. Das war ist interessant, dass ich da nochmal... Also beim letzten Mal war es so, die zwei haben mich angequasselt, dass sie Hilfe brauchen. Und ich war aber misstrauig, weil jetzt kein Gesicht angezeigt wurde. Also kein richtiges Gesicht beim Reden, sondern so eine Maske wie bei einem Plünderer. Ich weiß, ich bin halt Fuchs und daraufhin sind dann ihre Kumpels aus dem Busch gesprungen und dann musste ich mich mit 5 oder 6 Plündern rumschlagen und durch die Rumballerei kam noch ein Rudel von den Zombies. Deshalb sind Max und Nathan und Sarah so angeschossen und Joel wäre es auch, aber den haben wir jetzt ja daheim gelassen, hatten ja Bad dabei. Den haben wir jetzt gar nicht groß gebraucht. Jetzt will ich mal gucken, ob wir den Event nochmal auslösen können. Das ist zwar ein bisschen Beschiss, weil es eigentlich einen Bug ausnutzt. Auf der anderen Seite, der Typ hat Sprit. Und Sprit ist sau wichtig. Wenn er Ajo. Das ist ein Bug. Warte mal. Mein Bad ist noch aktiv. Gut. Ja, das ist definitiv ein Dings, was wir hier gerade ausnutzen. Na, wie heißt's, wenn man einen Bug ausnutzt? Ja, abgesehen davon, dass es beschiss ist. Das ist mir noch nie aufgefallen. Das habe ich vorher noch nie gesehen, dass es hier... Na? Na, geh doch.
Diesmal hat es Zombies angelockt. Da war scheinbar nur ein. Der hatte nix. Also eigentlich ist es nicht richtig, das auszunutzen. Es ist halt sehr verlockend, weil Sprit die eine absolut knappe Ressource in dem Spiel ist. Und wenn der Generator irgendwann mal spackt, dann haben wir irgendwo... Ah, jetzt hat sich sehr aufgelöst, jetzt ist es weg. Oder? Doch, ich glaube, das ist jetzt weg. Jetzt hat sich's aufgelöst. Weiß der Geier, was das, warum das hing und das mehrmals angezeigt hat. Ja, jetzt ist es weg. Okay. Also, die Verlockung ist damit auch weg, das wirklich auszunutzen. Also ich bin, wie man sieht, schon ziemlich weit gekommen. Das sind die, die er mir auf die Karte gezeichnet hat. Das und das, da bin ich noch nicht hin, wie man sieht, noch nie besucht. Das sind diese Shelter, die soll ich halt aufsuchen, das ist quasi ein Auftrag. Das habe ich entdeckt. Das sind aber extremst schwer bewaffnete, ziemlich viele fiese Typen drin, deshalb wird das auch mit dem X angezeigt, also Enemy Camp. Da habe ich mal ganz kurz mir das angeguckt, bin da mal rein, habe mir das vom Rand angeguckt, habe beschlossen, ja, da gehen wir hin, wenn ich einen Panzer habe. Oder keine Ahnung, alle meine Mitglieder haben eine M16 und genug Munition und Handgranaten, dann können wir da nochmal hingehen, aber vorher lasse ich da die Finger von. Genau, das habe ich entdeckt, das Mausoleum, da war ich noch gar nicht. Und da wollte ich, glaube ich, mit dem Bravo-Team mal hin, weil das sind auch ein Haufen stark bewaffneter Plünderer. Da habe ich ganz ehrlich noch die Finger davon gelassen, weil es, wie man sieht, ich habe auch so genug entdeckt. So, jetzt machen wir aber trotzdem mal Tag zu Ende. So, der übliche Gang zum Lager. Das Zeug ins Lager werfen, was nicht automatisch rausgenommen wird, wie Sprit, Medizin, Nahrung und Luxusgüter, nämlich sowas hier. Die anderen haben ja nichts aufgehoben, gell? Max, nee. Wen haben wir noch dabei? Der Dings, der Bumster, der Nathan. Nee. Die haben nur die Angel dabei, die zwei Angeln, die ich habe, weil das ist gut, wenn man an dem See ist, weil dann ziehen relativ viel Fisch raus. Das ist wertvolle Frischnahrung. Ab und zu findet man ja auch so, achso, die eine Farm, wo ich die Pferde her hatte, die hatten auch eine riesige Pfirsichplantage. Da habe ich, ah, da wollte ich sowieso noch mal hin, weil ich das ganze faulige Obst hängen gelassen habe. Aber das brauche ich ja fürs Penicillin, da muss ich ohnehin noch mal hin. Geht zurück in den Wachdienst für die Nacht. So, mal kurz sortieren. Der macht Englisch. Viermal Wachen, wichtig. Da ich jetzt sowieso die beende, können die eigentlich alle sich noch nützlich machen. Dann geht es nämlich ein bisschen schneller. Weil es sind jetzt sowieso, das sind ja auch ein paar Stunden vom Tag übrig. Da können die ruhig da mitarbeiten. Ah, da hockt doch die Katze. Hier, da sitzt Sam. Ich wollte mir nochmal kurz das angucken. Ich glaube, man kann mit dem Huhn kann mich, glaube ich, nicht reden mit Elaine. Also das, die eine Henne, die ich habe, heißt, warum auch immer, glaube ich, so wie die eine Frau. Wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, ich kann nicht drauf zugreifen. Aber irgendwo kriege ich das lustigerweise angezeigt mit den Hühnern. Ich glaube, beim Endtagesdings da.
So, jetzt kommt hier nochmal die Anzeige. Genau, ich krieg eins von dem einen Huhn, ein Ei. Ich krieg ein bisschen Wasser vom Brunnen. Wir haben 169 konservierte Nahrung und 6 Frischnahrung heute beigeschleppt. Das heißt, damit haben wir die 60 für die Menschen, die 0,5 für die Mietekatze und die 8 Nahrung für die Pferde für heute soweit abgedeckt. Aber wie man sieht, mit dem, was ich hier selbst in dem Shelter, in der Schule anbauen, das ist witzlos. Man muss plündern und irgendwann muss man wahrscheinlich die täglichen von morgens bis abends angeln schicken, damit man da dann die Nahrungsversorgung kriegt. Da sieht man aber auch, dass das ja nicht als Endlosspiel gedacht ist, sondern wirklich irgendwann hat man rollenspielmäßig so einen Punkt erreicht. Wahrscheinlich auch ist das entsprechend geskriptet, wo die Geschichte dann irgendwie endet. Keine Ahnung, vielleicht kommen die Europäer und befreien die USA von der Zombie-Seuche, weil wahrscheinlich nur die Amerikaner überrannt wurden. Und in Europa ist das alles ein bisschen harmlos. Also die Europäer haben das bewältigt. Nur die Amis sind abgesoffen, weil sie lieber gebetet haben. Keine Ahnung. So, also man sieht, es gab ganz viel Moralbonus. Das heißt mittlerweile die Moral bei plus 566, was sehr, sehr, sehr geil ist. Genau, die verbraucht halt mein Penicillin. Das ist kacke. Weil wie man sieht, ich habe nur noch 21 übrig. Sprit haben wir heute ein bisschen was organisieren können. Und man sieht, die sind trotzdem immer ein bisschen miesepetrig. Selbst die, die glücklich sind, sind ein bisschen miesepetrig. Ah, neuer Ding. Oh, jetzt kriegen wir auch einen Hund. Das finde ich gut. Ich habe schon so viele Hunde totgeschlagen im Spiel. Verwilderte oder ne, infiziert waren, glaube ich, keine dabei. Ich glaube, immer bei diesen menschlichen Plünderern waren irgendwelche Hunde dabei. Ja, dass der dünn ist, wundert mich nicht. Für die Hunde ist die Zombie-Kalypse richtig kacke. Katzen kommen damit klar. Für Katzen sind wir Menschen sowieso nur so eine Art besserer Haushälter und Dienstpersonal. Aber wenn wir mal irgendwann nicht mehr da sind, gibt es immer noch genug wahrscheinlich Mäuse, Vögel und andere Nager, die sie fressen können. Und vor Zombies müssen die sich sowieso keine Sorgen machen, weil die können sich irgendwo verkrabbeln, wo ein Zombie nicht rankommt. Aber für die Hunde sieht es bitter aus. Die ängstlichen Hunde, die eher zum Beißen dann neigen, die beißen Zombies, dann ist es für sie so gelaufen. Die ängstlichen, die sich verkrabbeln wollen, sind aber in der Regel so groß, also jetzt, wir reden jetzt nicht von den ganz kleinen Nuttenpfiffi, Chihuahua, weiß der Geier, ich kenne ihn nicht mal, ich weiß nicht mal, wie diese kleinen Hundenrassen heißen, weil ich die überhaupt nicht akzeptiere als Hund. Ein Hund ist für mich mindestens mal kniehoch. Dackel zählen nicht als Hund, das ist so eine Art Kriegswurfgeschoss, aber ich akzeptiere sie, weil es fiese Wadenbeißende etwas sind, aber naja, egal, aber auf jeden Fall, richtige Hunde sind für mich große Hunde, große Tiere, die wenn sie bellen, sich auch nach Bellen anhören und nicht nach irgendeinem Gummitier, auf das man so sehen getreten ist. Für die sieht es halt bitter aus, die sich dann verkrabbeln, weil die werden von den Zombies gefressen. Und selbst die Hunde, die nicht gefressen werden oder sich zu Zombies verwandeln, weil sie Zombies beißen, die verhungern ja früher oder später. Also es gibt bestimmt den einen oder anderen Hund, der verwildert und danach sich aus der Landschaft ernähren kann. Aber jetzt stellt euch mal tatsächlich mal so einen Dackel vor. So ein Dackel, das Herrchen ist weg. Was macht der dann? Also erstens bleibt der, also entweder ist es ein Dackel von einem Besitzer, der ihm immer lächerliche Klamotten anzieht, dann bleibt der Dackel irgendwo mit den Klamotten hängen und verhungert. So wie früher ganz viele Katzen verhungert sind, wie man ihnen noch diese Flohhalsbänder umgebunden hat und die Katze ist dann irgendwo hängen geblieben, irgendein Gestrüpp damit und ist dann jämmerlich verhungert. Wenn sie das Glück hat, dann hat sich dann das Genick gebrochen. Also der Dackel wird dann entweder verhungert er irgendwo oder er streunt herum auf der Suche nach seinem üblichen Futter. Was soll denn ein Dackel bitte schön groß jagen? Wobei ein Dackel ist ja tatsächlich noch eher auf Jagd. Ja, aber das ist mir ernsthaft. Wie stellt man sich beim Dackel vor? Das ist ja kein Ansitzjäger. So wie so ein Lauerjäger wie eine Katze, die so im Sprung dann eine Maus erlegt. Als Hetzjäger ist er auch eher nicht zu gebrauchen. Ne? Also aufgrund der Beinlänge kann ich mir nicht vorstellen, dass er irgendwie so ein Hirsch jagen kann. Was soll ein Dackel groß jagen und fressen? Ich glaube, Dackel sind sowieso bei der Jagd hauptsächlich dafür mal gedacht gewesen, so in den Fuchsbau zu schicken, oder? Damit sie Füchse umbringen. Gut, er könnte sich von Füchsen ernähren. Ist ja egal jetzt. So, auf jeden Fall ist es für einen Hund besser, wenn man sie hier aufnimmt.
Hier ist Food. Das war jetzt aber knapp, der hätte ja genauso gut in die Hand beißen können, Alter. Ja. Gut, das meine ich, das war jetzt so ein Zufallsevent, der war jetzt harmlos. Wir haben jetzt mal einen Mitfresser mehr. Aber das ist okay.